Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Hot Lap bzw. zur ersten Aston Martin V8 Vantage Hot Lap in 1.9. Starten hier mal direkt mit der Runde und ich bin es diesmal selbst, der hier das Fahrzeug fährt, weil ich auch eben halt die Setups aktuell baue. Macht natürlich dann auch Sinn. Ich habe tatsächlich mal nachgeguckt und der Aston hat mit Abstand die meisten Kilometer in ACC bei mir auf dem Buckel. Und das sind tatsächlich mittlerweile über 32.000 Kilometer, die ich hier mit dem Fahrzeug abgespult habe. Ja, und habe mich dann jetzt hier durchgerungen, hier die Setups auf Kyalami zu basteln. In dem ersten Aston-Video habe ich ja schon gesagt, dass ich ja hier irgendwie ein bisschen verzweifelt bin, das Dingen ordentlich abzustimmen. Sollte jetzt gar kein Reim sein, aber das waren am Ende dann tatsächlich doch weit über 100 Runden, die ich dann hier gebraucht habe, bis das dann so funktioniert hat, wie es eben zu meinem Fahrstil am besten passt. Und ja, bin dann am Ende ein bisschen auf Zeitenjagd gegangen. Oh, hier kleiner Rutscher, musste es mit dem Lenkrad wieder einfangen, bin deswegen auch ein bisschen die weitere Linie gegangen. Also da ein kleiner Fehler, der dann hier ein bisschen die Gerade runter ein klein wenig Zeit gekostet hat. Allerdings alles hier noch im Rahmen. Jetzt hier schön außen anbremsen. Auto hier schön sauber rein rotieren lassen, den Körper ein bisschen nutzen. Wir sehen es in dem Moment, wo ich den Körper fahre, rotiert das Auto ein bisschen. Das ja, muss man dann so einplanen, dass man es gut für sich ausnutzen kann, ohne dass das Auto dann zu groß anfängt zu rutschen. Und jetzt hier durch die letzte Kurve, ja, Traktion nach wie vor immer ein bisschen schwierig, dann hier auf den Boden zu bekommen. Und dann geht es hier über die Linie. Zeit bleibt stehen bei einer Minute 40 oder 1,40,6. Und dann schauen wir uns die Runde natürlich auch nochmal von außen in Ruhe an. Und da sehen wir jetzt sehr schön, wie der Aston hier über die Start- und Ziellinie Richtung Turn 1 fährt. So, wir sehen hier Bremspunkt roundabout 100 Meter schön reinfallen lassen, innen am Curb entlang. Entweder hämmert man richtig drüber, wenn es das Fahrzeug kann, oder halt eben ganz knapp dran vorbei, so halbe Dinge. Ja, solltet ihr dann vermeiden, genauso wie hier, entweder fährt man wirklich dann committed voll über einen Curb oder halt eben knapp unten an der Unterkante vorbei. Alles, was dann so, ja, dazwischen ist, ist in der Regel eher ungünstig, sagen wir mal so. Also entweder entscheidet man sich dann wirklich voll drüber zu gehen oder eben nicht. So, wir sehen jetzt hier im Mittelsektor, ja, das ist das Ding, wo der Aston hier so ein bisschen kämpft. Auch hier kann ich komplett über den Curb gehen, einfach, ja, um die Kurve dann ein bisschen abzuflachen, um mich danach ein bisschen besser vorzubereiten. Denn hier raus kann das Fahrzeug, oder habe ich mich gerade am Anfang des Setups oder beim Bauen sehr schwer getan, denn ich hatte sehr viel Untersteuern in dem Bereich und das ist auch das, was ich euch eben immer versucht habe zu erklären und auch in dem Video davor, dass das halt eben nicht immer so einfach ist in den mittelschnellen Kurven. Ja, den Grip auf der Vorderachse zu haben, den man dann ganz gerne haben würde. Und da muss man halt gucken, dass man das Fahrzeug dann gut in diesem Bereich abgestimmt bekommt. Oder dann halt auch eben so abgestimmt bekommt, dass man da schön über den Curb gehen kann, um dann halt eben die Kurve ein bisschen flacher zu gestalten. So, wir gehen jetzt hier aus der letzten Kurve raus, nutzen ja alles, was uns die Track Limits hergeben, aus, um hier noch ein bisschen mehr Schwung mit rauszunehmen. Und dann geht es jetzt hier über die Linie. Zeit bleibt stehen bei einer 1,40,6. Wenn ihr Bock habt auf die ersten Setups, dann guckt gerne in die Videobeschreibung. Da ist wie immer alles verlinkt. Ansonsten danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.